Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Step by Step. Und ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass die letzte Folge ein bisschen verspätet angekommen ist. Also eigentlich sollte sie Donnerstag kommen, aber sie ist erst Freitag gekommen. Dafür sorry, aber es geht jetzt wieder regelmäßig weiter mit Sonntag und Donnerstag oder Mittwoch, je nachdem, wie ich gerade irgendwie hochlade. Also so darauf könnt ihr euch auf jeden Fall einstellen. Und was habe ich gerade zu sagen? Meine Katzen, pünktlich zur Aufnahme, fangen wieder an zu kratzen an der Tür und wollen rein, weil sie Hunger haben. Aber wir haben feste Zeit und wir müssen was geben und sie kriegen erst nach dem Video was und deswegen nerven sie mich jetzt. Und ich habe Essen bestellt und ich hoffe, es kommt nicht an, wenn ich gerade aufnehme. Das wäre ungünstig, denn die Folge geht ganz 40 Minuten. Und ich hoffe einfach mal, dass ich das noch schaffe, bevor es klingelt. Ansonsten klingelt es und dann. Ja, ist es so. So, okay, alright. Ich bin motiviert, eine Folge aufzunehmen und wie ihr seht, bearbeiten wir dort gerade noch den Hausflur, der ja in der letzten Folge schon relativ gut vorangekommen ist. Aber diese Folge werden wir noch viel daran ändern. Also eigentlich nicht mehr so viel, aber es werden halt noch so ein paar Ideen umgesetzt, wo ich dachte, das könnte passen. Tat es am Ende nicht. Und hin und her. Und ich gucke, wie ich die Wände färben soll, weil irgendwie wusste ich dann nicht so, welche Farbe nimmt man am besten, was sieht einladend aus, was sieht frisch aus und so weiter. Deswegen sind wir dort gerade noch dabei. Und als zweites diese Folge werden wir Shirleys Zimmer fertigstellen. Ich glaube, wir stellen es sogar fertig, außer ihr Bad. Das ist dann nächste Folge dran. Und deswegen nutze ich die Folge heute auch, um euch ein bisschen einen Einblick zu geben, was mit Shirley so im Let's Play geplant ist und passieren wird. Ich bin sehr gespannt, ob ich es überhaupt umsetzen kann, so wie ich es möchte. Aber ja, es ist auch, wenn ihr jetzt was mega Spannendes erwartet, es ist auch nicht mega spannend, weil so ist halt Shirley und ja, aber ich werde dazu kommen, sobald wir zu ihrem Zimmer kommen, weil das Zimmer ist auch wirklich, wirklich lang. Also, sagen wir es so, es ist halt nichts, was ich in 2 Minuten gebaut habe. Es dauert schon eine Weile und ja, gerade sind wir noch im Keller. Ich denke, ich versuche dort gerade das Sportzimmer ein bisschen einzurichten, wobei mir dann auffällt, dass es viel zu klein ist. So, ich werde da sicher noch ein bisschen was dran ändern. Da ist auch gerade die Küche anscheinend dran und jetzt bin ich wieder oben. Also, wie gesagt, es ist manchmal noch ein ganz klein wenig wirr zwischendurch und jetzt bleibt es komplett stehen. Aber wenn wir dann irgendwann mal fertig sind, werden wir uns da zurückgucken und denken, oh mein Gott. Warum haben wir uns damit so schwer getan? Es war doch einfach logisch, dass das so hingehört, wie es ist. Aber hey. Und das, was ihr gerade oben gesehen habt, diese komplette obere Etage ist Nathans und Jones. Weil ich dachte mir so, der Typ braucht einfach alles in seinem fucking Schlafzimmer, weil das ist der Ort, wo er am zweitmeisten Zeit verbringen wird, wenn es nicht im Arbeitszimmer ist. Deswegen müssen wir sein Arbeitszimmer auf jeden Fall mega ordentlich einrichten und mega nice. Und auch sein, ja, Schlafzimmer. So, und den Rest natürlich auch alles und qua bla. So, that's it. Das wollte ich damit sagen, dass die Kletterwände, weiß ich noch nicht, wo ich sie hinstellen werde. Dort werden sie auf jeden Fall nicht bleiben, weil das sieht doof aus. Aber irgendwo werden wir uns noch einen Platz, wird sich noch ein Platz finden. Genau. Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Außenbereich. Wenn ich jetzt so hier draußen hingucke, es sieht doch sehr tropisch aus, auch wenn es sehr viel Stein und quasi Platten hat. Also es ist sehr wenig Garten tatsächlich, aber irgendwie sieht es trotzdem tropisch aus. Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr schön, dass das so geklappt hat. Und das Dach werden wir auch noch zum Teil ein ganz klein wenig begrünen, aber eben nur mäßig, dass man sagen kann, hey, ja, okay, das sieht noch modern aus und nicht öko, weil es ist definitiv nicht öko. Was öko aussehen wird, ist Shirleys Zimmer. Wobei öko auch wieder eine Übertreibung ist und auch so ein bisschen in eine Richtung lenkt, die eigentlich nicht so positiv konnotiert ist. Aber bei Shirley wird es definitiv was Positives und es wird gut aussehen. Genau, wir sind jetzt außen und es bleibt die ganze Zeit stehen. I don't know what the problem is. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, warum ich dort manchmal so stehen bleibe. Wahrscheinlich habe ich mir so gedacht, so, ja, am Handy nebenbei irgendwas machen ist bestimmt ganz nice. Dort speichere ich auch nochmal, es tut mir leid. Und es geht weiter. So, jetzt sind wir aber neu im Takt, weil das war anscheinend noch der Rest von der alten Aufnahme und das ist jetzt eine neuere Aufnahme. Und ich habe neue Ideen und versuche sie umzusetzen. Und wir fangen direkt an mit dem Flur, also mit der Eingangshalle, die ich noch ein bisschen dekorieren wollte, weil diese Spiegel und diese Bordüre dort an der Wand, das sah insgesamt noch ein bisschen langweilig aus, wenn es einfach so bleibt. Deswegen
habe ich mich da noch ein bisschen entschieden und noch ein bisschen Deko ran gemacht. Aber wie gesagt, es wird sich gleich grundlegend noch mal ein bisschen ändern. Ja, das so viel dazu. So also ein bisschen so ein Eingangsblümchen. Das ist auf jeden Fall sowas, was... also, es soll modern sein, hier soll nicht so viel rumstehen, ne? Aber es darf auch gar nichts stehen, weil es wohnt ja trotzdem noch eine Familie dort. Und gar nichts sieht dann auch wieder so zu steril aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Es sieht dann halt einfach so aus, als weiß ich nicht. Sieht nicht gut aus, um ehrlich zu sein. So, deswegen ab und zu so ein bisschen Deko da hinstellen. Und bei Shirleys Zimmer zum Beispiel auch ein bisschen mehr, weil das kann auch ein bisschen chaotisch sein. Das ist ein Teenager-Zimmer. Nicht, dass Shirley chaotisch ist. Aber wenn ihr wisst, was ich meine, da steht einfach mal mehr am Regal, weil man einfach auch mehr hat. Man hat ja jetzt nicht nur Dekoobjekte, sondern man hat auch Bücher, die praktisch sein müssen. Man hat Schulbücher, Schulordner. Da steht halt einfach mehr rum in so einem Kinderzimmer oder Teenagerzimmer, als jetzt in der Eingangshalle. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und darauf versuche ich auch immer zu achten, was ist der Sinn des Raumes, wie viel kann ich hier reinbauen und was kann ich hier reinbauen. Und dementsprechend, ne, der Flur ist halt nur zum Hereinkommen, nur zum Zeigen. Wir sind die Masters, wir haben es, wir haben ein modernes Haus, wir haben genug Geld, uns dort eine Palme reinzustellen und trotzdem soll es groß und einladend aussehen. Wisst ihr, also pompös, was das ganze Haus eben dann ist. Und die Eingangshalle ist immer der erste Eindruck, der ist der erste Blick und da soll man gleich direkt sehen, die haben Geld. So, dementsprechend, ne, dort noch so eine kleine Sitzgelegenheit. Ich finde es immer sehr passend, wenn man so reinkommt und solche großen Villen hat man meistens auch noch so was Kleines zum Schuhe anziehen quasi, wobei hier ist ja jetzt kein Schuhregal, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, einfach so eine kleine Sitzgelegenheit für Leute, die gerade reinkommen und gerade, ja, auf, keine Ahnung, den Hausherrn warten oder so. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand zu ihnen kommt oder nicht weiß, wo die genau wohnt, in welchem Zimmer und so, dann wird ihnen die ja dort abholen müssen und dafür ist halt quasi dieser Salonbereich, dieses zum Hinsetzen. Ich denke nicht, dass ich dort jemals ein Sim hinsetzen wird. Aber es ist einfach nur zur Deko eben. So, dann suche ich neue Pictures. Das habe ich rausgeschnitten. Und zwar suche ich mir die Pictures aus der Galerie, weil ich finde, dass die Sims-Bilder, die man so hat, schnell langweilig werden. Deswegen werde ich hier primär Bilder einbringen, die von anderen Leuten gemacht wurden. Und das werde ich aber auch nicht immer reinschneiden, woher ich die habe. Es sind halt einfach, wenn ihr in der Galerie Hashtag Pictures eingebt, dann findet ihr immer solche Sachen, die aussehen wie Custom Content, es aber letztendlich nicht sind. Und die könnt ihr dann halt einfach einbauen und das sieht schön aus. Wisst ihr, was ich meine? Also einfach so, sieht ein bisschen realistischer aus. Und man hat nicht immer dieselben Bilder, die man in jedem blöden Haus immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder verwendet. Nein, man hat einfach was Frisches und vor allem auch mehr Auswahl. Weil so ein Bild, so ein grünes mit Orange drin, das hat man einfach in diesen vorgefertigten Objekten eben nicht. Aber so kann man doch ein bisschen mehr Individualität zeigen. So, that's it. Das ist mein kleiner Flur bisher. Es kommt auch noch ein bisschen was dazu. Obwohl, nein, eigentlich war es das fast. Ich gestalte da noch ein bisschen was, aber ansonsten nerven meine Katzen wieder. Aber ansonsten war es das eigentlich. Das ist so ein bisschen, was ich meine. Das ist halt einfach alles sehr spartanisch auch, weil es eben so modern sein soll. Ich habe dort noch ein bisschen schwarz hingemacht, wie ihr seht. Einfach, um nochmal die Modernität so ein bisschen zu unterstreichen. Wenn ihr wisst, was ich meine, einfach auch zu zeigen. So, ja, ein bisschen Color Blockering. Schwarz und Weiß geht immer gut zusammen, ne? Und das teilt diese doch sehr weiße und einheitliche Wand doch noch ganz gut ab. Aber viel mehr kommt hier nicht. Also das ist jetzt unser Spiegel. Ich finde, es sieht edel aus. Ich finde, das kann man sich definitiv, das kann sich definitiv sehen lassen. Mit dieser etwas dunkleren Wand sieht es irgendwie auch noch ein bisschen höherwertiger aus, ne? Und eine Pflanze stelle ich noch hin und dann kommt gleich noch dieser Monitor und dann ist eigentlich auch alles, was wir im Flur brauchen, vorhanden. So, den Monitor habe ich noch versucht, so direkt an die Wand zu klatschen, dass er halt einfach so aussieht, als hängt er dort wirklich und nicht an diesen Ständer-ähnlichen Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass es so aussieht, als würde er direkt an der Wand hängen. Ich finde das ganz cool, ich finde das ganz realistisch, genau so. Ne? Aber das war dann wieder zu weit rechts, deswegen noch ein bisschen nach links verschoben und so weiter, ne? Aber ich finde das ganz cool, weil oftmals ist das in solchen amerikanischen Häusern so, dass sie einfach so eine Hightech-Anlage haben. Auch um das Klima zu kontrollieren.
Gibt es auch überall, hatte ich, als ich in Texas war, auch, und es war dort auch nötig. Also ohne Klimaanlage, du wärst gestorben. Aber ja, das meine ich damit. So, jetzt geht es weiter mit der Küche, wie es aussieht, oder? Geht es schon mit der Küche los? Ja, die Küche. Ich werde die jetzt nicht fertigstellen, ich werde die auch nicht ansatzweise irgendwie jetzt machen. Ich werde nur ganz, ganz, ganz grob ein bisschen was einteilen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich weiß oder schwarz möchte. Weil ich persönlich glaube, dass zu Nathan deutlich besser schwarz passt. Weil das einfach so ein... Also, ich denke, dass Nathan eher der Schwarztyp ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist halt eher so ein Mensch, der die dunkle Farbe eher bevorzugt, weil ich finde, sie ist auch moderner. Weiß kann sehr schnell zu steril aussehen. Also zum Beispiel habe ich mein Schlafzimmer sehr schwarz eingerichtet. Und ich muss sagen, es sind alles IKEA-Möbel. Wirklich alles IKEA-Möbel. Und ich finde, dass mein Schlafzimmer so viel hochwertiger aussieht als mein Wohnzimmer, was in komplett weiß ist. Ganz einfach, weil das Weiß so steril wirkt und das Schwarz halt einfach viel, viel edler. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen dachte ich, die Küche muss schwarz. Wobei ich dann halt auch finde, dass Schwarz dann auch teilweise sehr einengt. Also da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, was ich letztendlich haben möchte. Aber ich denke, Schwarz ist eine gute Lösung, weil ich glaube, dass Nathan Schwarz deutlich besser findet. Und ich hoffe, euch nervt meine Katze nicht zu sehr. So. So viel dazu. Dann finde ich diese Holzstreben dort ganz cool. Die machen noch so ein bisschen so einen Touch rein, so einen modernen Touch, wo man sich denkt, hey, das ist cool, das habe ich nicht in meiner Küche. Habe ich auch in diesem alten Haus, was ich vorher gebaut habe, wo ich erst dachte, das möchte ich als Maßhaus nehmen. Da habe ich auch diese Dinge verbaut. Werde ich euch mal als Screenshot zeigen, sieht mega cool aus. Und ja, wie gesagt, ich bin noch gar nicht so richtig dazu gekommen, mir eine Idee zu machen, wie die Küche aussieht, weil ich habe dann zum Beispiel auch gemerkt, dass wir ja noch einen Weinkeller einbauen müssen. Und ja, das mit dem Wein ist halt auch so eine Sache, ne? Ich wollte, also Weinkeller ist falsch ausgedrückt, ich wollte so ein Glas-Weinkasten. Den habe ich in Amerika gesehen, bei einer Familie, und ich hatte ihn auch schon in Haustouren gesehen, die ich mir manchmal angucke, sieht so cool aus. Und habe ich auch in einem alten Haus verbaut, also in dem alten neuen Haus, was ich eigentlich nehmen wollte, aber jetzt noch nicht genommen habe, ne? Und deswegen wollte ich sie auch unbedingt einbauen. Allerdings weiß ich noch nicht, ob es dort in der Küche stehen bleiben wird, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, es wirkt dann irgendwie too much und too einengt. Ich wollte die Küche offen und das ist sie irgendwie jetzt nicht mehr durch diesen Keller. Wein. Nee, es ist kein Keller, dieses Weinhaus, ne? Ihr wisst, was ich meine. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das so lasse. Aber wie gesagt, die Küche ist noch nicht ansatzweise fertig. Ich habe nur ganz, ganz, ganz klein wenig rumgedaddelt und mir so ein bisschen was überlegt, ne? Aber wirklich fertig ist daran gar nichts und vielleicht ändert sich es auch nochmal komplett und grundlegend. Da kann ich jetzt absolut noch nichts dazu sagen, denn es wird sich in der Zukunft zeigen. Da habe ich wieder aus Versehen gelöscht. Manchmal lösche ich aus Versehen die Zimmer. Passiert. Aber zum Glück kann man ja die Rückwärtstaste drücken. So. An sich fand ich die Küche nicht schlecht, aber irgendwie der Zugang war viel zu eingeengt. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das so bleiben wird. Wahrscheinlich ja nicht. Aber wir haben ja Zeit. Mein Lieblingswort. So, jetzt bin ich ein bisschen im Sportzimmer. Ich habe dort überlegt, so, also das hatte ich auch im alten neuen Haus. Ich hoffe, ihr wisst mittlerweile, von was ich rede, wenn ich das sage. Und das fand ich echt cool. Dummerweise war dieses Zimmer als Sportzimmer viel zu klein. Erstens, wenn ich das jetzt hätte vergrößern wollen, dann wäre das Bad, wie ihr da hinten seht, so klein geworden und ich wollte eigentlich gerne ein Wellnessbad haben. Und zweitens, selbst hätte ich das so groß gemacht, wäre es immer noch als Sportzimmer für mich zu klein gewesen. Denn Sport ist Nathans Hobby. Und ich glaube auch Nathans einziges Hobby. Der Typ kann sich keine vielen Hobbys leisten, denn der hat Arbeit zu tun. Dementsprechend hat er nur ein Hobby. Und sein Hobby ist eben Sport, dass er auch fit bleibt und in Form bleibt, so wie er eben aussieht. Ne? Für einen, sagen wir, Anfang 50, Ende 40-jährigen Typen sieht er halt wirklich gut aus. Und da ist die Frage dann so, ja, dann sollte das Sportzimmer auch wirklich, wirklich, wirklich umfangreich sein und einfach bam und einfach teuer und einfach groß und einfach wie ein Fitnesscenter. Dass man sich denkt, ey, warum hast du ein Fitnesscenter in deinem Haus? Wozu? Und Nathan so, weil ich es kann und weil ich gerne Sport mache. Ebenso, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und das ging einfach in dem Zimmer nicht, weil es zu klein war. Für Nathans einziges Hobby war dieses Zimmer einfach zu klein. Und dementsprechend habe ich es nach unten in den Keller verlegt. Und dann dachte ich mir aber so, da machst du jetzt nicht weiter, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Ideen. Und dann wollte ich Edens Zimmer machen. Und
Da war ich aber auch ein bisschen ratlos, weil das Zimmer hat eine richtig doofe Form. Das werde ich definitiv noch ändern. Ich denke, da wird sich noch viel dran tun an Edens Zimmer. Und dann muss ich auch erstmal gucken, wo kommt die Treppe überhaupt hin. Also, ja, Edens Zimmer wird sich noch sehr viel tun. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange an mit Shirleys, weil da hatte ich eine Idee. Und die werde ich jetzt umsetzen und wir sind in Shirleys Zimmer. Shirleys Zimmer ist bisher eines meiner Favoriten in diesem Haus. Ganz einfach, weil es erstens komplett fertig ist und ich daran eigentlich fast gar nichts mehr ändern muss. Zweitens, weil es aus Holz ist und eigentlich auch einem Holz, was nicht unbedingt so edel aussieht. Aber was ich sagen muss, mir mega gut gefällt. Dieses Zimmer hat einfach meiner Meinung nach extrem viel Stil. Und es verkörpert meiner Meinung nach die Shirley mega gut, die ich haben möchte. Und da wir jetzt in Shirleys Zimmer sind, habe ich euch ja versprochen, wir reden heute sehr viel primär um Shirley, also es geht heute primär um Shirley. Und ich werde euch ein bisschen was über sie erzählen, was ich gerne mit ihr vorhaben möchte und so. Und ja, wir starten und ihr guckt euch einfach an, wie ich ihr Zimmer im Hintergrund gestalte. Shirley war ja bisher immer so das schüchterne Mädchen, eher so introvertiert. Ich würde auch sagen, sie hat so eine kleine depressive Stimmung, was nicht heißen soll, dass sie depressiv ist. Aber sie wird ja, wie ich schon oft erwähnt habe, eben gemobbt. Und ja, da ist man halt nicht einfach so der Mensch, der sagt, hey, ich bin Shirley, was geht, Leute? Nein, ist sie nicht. Und sie ist auch nicht beliebt. Aber da ich häufig die Kritik bekommen habe, ich mache nichts mit Shirley, was gestimmt hat, habe ich mir gedacht, ich muss ihr trotzdem eine Freundin besorgen. Weil ganz ehrlich, das braucht man einfach. Und Shirley ist ein absolut nettes Mädchen mit einer ganz großartigen Persönlichkeit. So habe ich sie mir vorgestellt und so ist sie auch, so möchte ich sie umsetzen. Und dann frage ich mich, warum so jemand keine Freunde findet. Und das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen hat sie auch eine Freundin, die Alice. Ich weiß gar nicht, in welchem Erstellungsvideo ich die erstellt habe, falls ihr die noch nicht kennt. Ne? Die Erstellungsvideos gibt es alle in einer Playlist, alle auch geordnet. Mit dem Mars, Jensen und Ross Let's Play, also da könnt ihr gerne vorbeigucken. Und da geht es halt auch um Shirleys Freundin so ein bisschen. Und ich möchte, dass die beiden viel miteinander machen. Ich möchte, dass die beiden sich sehr gut verstehen, auch sich oft miteinander treffen. Primär natürlich bei den Marses, weil das Haus auch erstens größer ist. Shirleys Freundin ist eben auch wirklich nicht reich, also die ist halt eher vom ärmeren Feld, ne? Deswegen wird sie eben auch gemobbt, weil sie eben nicht mit den anderen mithalten kann, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist eben Shirleys Freundin und deswegen hängen die auch primär da, zum einen das und zum zweiten, weil ich eben die Häuser nicht alle jetzt einzeln baue, vielleicht nach und nach, aber ich habe dann jetzt nicht ihr Haus noch extra gebaut, ne? Also deswegen werden wir uns primär im Mars Haus auch das ganze Let's Play eben spielen, ne? So, ist aber auch egal. Ich habe hab jetzt mir überlegt, so, dass die auch gerne miteinander abhängen, auf jeden Fall. Beide eher der Büchertyp sind, also eher der schlauere Typ. Wobei ich sagen muss, dass Shirley noch deutlich schlauer ist. Shirley ist für mich ein ganz klein wenig, ich will nicht sagen, sie ist ein Genie, das ist sie nicht, aber sie ist auf jeden Fall so jemand, der viel für die Schule macht. Sie ist so jemand, der gerne in jeder Arbeit eine Eins schreiben möchte. Ein Streber, kann man schon fast sagen, ist. Ganz einfach, weil sie, glaube ich, in ihrem Kopf hat, sie hat ein Ziel, sie möchte gerne in die Wissenschafts- oder Medizinrichtung. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau was. Ich habe mal gesagt, Tiermedizin oder Humanmedizin könnte ich mir vorstellen. Aber Wissenschaft würde auch gehen. Also irgendwie sowas in diese Richtung möchte sie gerne machen. Und daraufhin arbeitet sie eben. Und sie weiß eben, dass für sie, auch wenn sie jetzt Teil der Mars-Familie ist, aber ja auch irgendwie nicht richtig, weil Nathan ist ja eher konzentriert auf Eden. Sie ist zwar Teil der Mars-Familie und hat eben die Vorteile, die diese Familie mit sich bringt, mit dem Geld, aber trotzdem kann sie nicht wie Eden ihrem Vater immer auf der Tasche liegen. Und das weiß sie und sie möchte gern was aus ihrem Leben selbst machen und ist natürlich froh, dass sie den Vorteil der Mars-Familie nutzen kann, aber sie möchte es eben nicht ausnutzen. Wisst ihr, was ich meine? Sie möchte gern was in ihrem Leben erreichen, was sie selbst erreicht hat. Und deswegen ist sie so fixiert darauf, gut in der Schule zu sein und ja, gute Noten zu schreiben, irgendwas zu studieren, womit sie Menschen helfen kann. Denn wie ich schon gesagt habe, ist sie ein absolut netter Mensch. Das habe ich so mit ihr vor. Also so ein bisschen in die Streberrichtung, in diese intelligente Richtung. Ich lese gern Bücherrichtung und ich mache gern was mit Alice, ihrer besten Freundin dann natürlich. Und hinzu kommt noch, dass die ja ein extrem menschenlieber Mensch ist und Tiere sehr, sehr mag und auch Pflanzen. Und das habe ich ein bisschen versucht in ihrem Zimmer so zum Ausdruck zu bringen, indem ich
viele Pflanzen eingebaut habe. Also hier, wo ihr jetzt seht, auf dem Bett stehen ein paar Pflanzentöpfe, überall sonst werden noch Pflanzentöpfe stehen. Also wir sehen bei Shirley, die hat sehr viel Garten in dem Zimmer und sie mag es auch. Sie mag dieses, also ich finde, so viele Pflanzen strahlen so eine gewisse Verträumtheit auch aus und so ein bisschen so was Naturverbundenes. Man merkt direkt, wenn man in ihr Zimmer guckt, das ist ein absolut netter Mensch. Da gibt es eigentlich nichts auszusetzen an dieser Person, die kümmert sich um Tiere, um Menschen und um Pflanzen. Das ist eine absolut liebenswerte Persönlichkeit. Und da habe ich auch noch einen, ich glaube, was war das, ein Hamster oder sowas? Auf jeden Fall so ein Nagetier noch reingestellt, weil ich denke, das ist auch absolut Shirleys Ding. Also Eden ist ja jetzt eher nicht so für die Kleintiere, glaube ich. Eden ist mehr, also ich weiß überhaupt nicht, ob Eden überhaupt für Tiere ist. Wahrscheinlich immer nur so zum, hey, ich habe ein Tier, ne, und ihr so, zeigen, wisst ihr, aber nicht unbedingt um sich um das Tier zu kümmern, aber Shirley ist halt jemand, der kümmert sich gerne um Tiere und die mag auch kleine Nagetiere. Und deswegen habe ich auf jeden Fall auch eins reingestellt. Es könnte auch ein Igel gewesen sein, irgendwie so ein kleines Tier wird es auf jeden Fall sein. Und da kümmert sie sich auch ganz stark drum. Und ich habe ja auch noch dann später noch so einen Liegeplatz hingegeben, für, entweder für die Katze oder für den Hund, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber weil die Tiere sind per se alle Edens. Aber sind wir ganz ehrlich, kümmert sich wahrscheinlich mehr Shirley drum, weil sie einfach so ein tierlieber Mensch ist. Ja, und das ist halt so das, was Shirleys Zimmer einfach direkt ausstrahlt. Auch die Farben, dieses Orange und Grün, zeigen einfach meiner Meinung nach nochmal dieses Naturverbundene. Dieses Zimmer ist, wie ihr seht, also jetzt schon im Bett seht ihr das, aber später werdet ihr es noch mehr sehen, das ist nicht so ganz naturverbunden. Dieses Zimmer ist mehr, das ist nicht so ganz modern, das wollte ich sagen. Dieses Zimmer ist mehr naturverbunden. Also man sieht direkt, dass sie gerne rausgeht, oder nicht unbedingt rausgeht, aber das draußen sehr genießt. Und ja, also für mich persönlich eines der schönsten Zimmer bisher, obwohl es überhaupt nicht so in dem modernen Stil des der anderen Zimmer ist. Wobei man da auch sagen kann, also es ist schon moderner als, ja, jetzt ein Altbackenhaus. Das ist schon modern, aber nicht so modern wie die anderen Zimmer. Ihr wisst, was ich meine. So, da habe ich noch eine Wand eingebaut, weil auch Shirley braucht einen Fernseher. Sind wir ganz ehrlich, es ist immer noch der Einfluss von Nathan hier. Wisst ihr, was ich meine? Und Nathan, er bevorzugt ihn ganz, ganz stark. Aber ich bin auch sicher, dass er nicht die Tochtergefühle für Shirley hat. Aber er mag sie ja trotzdem. Und ich glaube, der Kerl ist auch ein bisschen dahingehend beeindruckt von ihr, weil sie eben so, so Ziele hat. Wisst ihr, sie möchte Ärztin werden oder irgendwie anderes, was gebraucht wird, Wissenschaft, irgendwas. Sie ist sehr schlau. Und da hat er halt auch übelstes, ich sag mal, Verständnis für. Der Typ war, der kommt ja auch aus einer relativ armen Familie, hat sich alles selbst erarbeitet und weiß, wie hart das ist. Und da ist es natürlich, hat er natürlich umso mehr Achtung vor jemandem, der das ebenfalls machen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Und er unterstützt sie da entsprechend auch. Aber es ist natürlich eine ganz komplett andere Beziehung als zu seiner Tochter. Das ist uns allen klar und das ist auch so. Aber er hat auch Hochachtung vor Shirley und er möchte ihr auch nur das Beste. Deswegen stehen hier auch teure Sachen drin. Na, also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ey, Eden ist meine Tochter, Shirley nicht, deswegen kaufe ich nur Eden teures Zeug. So ist nicht. Aber wahrscheinlich mehr teures Zeug als Shirley. So. That's it. Genau, das habe ich mir mit Shirley gedacht. Ich dachte mir trotzdem, das Mädchen ist ein Mädchen und sie hat einen Kleiderschrank, der groß ist. Ganz einfach, weil, naja, es ist ja trotzdem Teil der Mars-Familie und die haben Geld und die müssen es auch zeigen und ich glaube, meine Katzen nerven mich zu Tode. Nein, und ich glaube eben, dass Nathan das auch nicht gut fände, wenn jetzt Shirley einfach so minimalistisch leben würde, weil es ist ja trotzdem eine Repräsentation seiner Familie. Und ich meine, wenn irgendwie die Presse Wind bekommt, so, oh ja, Shirley geht in No-Name-Klamotten rum, was ist denn los? Kann sich Nathan nicht die teuren Markenklamotten für seine Stieftochter leisten? Ja, weißt du, negative Publicity kann er nicht gebrauchen. Dementsprechend ist er da auch sehr bedacht, dass auch sie anständig rumrennt, dass auch sie einen großen Kleiderschrank hat, dass auch sie teure Möbel hat, bla bla bla. Und dementsprechend haben wir bei Shirleys Zimmer aber auch diesen Split zwischen trotzdem noch relativ modern, aber auch Shirleys Geist oder Shirleys Persönlichkeit entsprechend. Und ich denke und hoffe, das habe ich ganz gut hingekriegt, so wie ich es gemacht habe, weil ich mir sehr viel Mühe gegeben habe mit diesem Zimmer. So. Ja. Da ist diese super schöne Kleiderschrank. Ich finde ihn sehr, also diese, wie nennt man die?
Kommoden. Es sind Kommoden. Super schön, finde ich. Hat auch ein bisschen Stil, hat ein bisschen was Besonderes, was ich nirgendwo bisher eingebaut habe. Und bei Eden wird es so ähnlich aussehen. Nur, dass Eden, und das muss ich jetzt mir ganz kurz sagen, ein riesiges Ankleidezimmer bekommen hat. Und es wird so verdammt riesig sein, weil es ist Eden. Ihr wisst, was ich meine. Das Mädchen hat tausende Klamotten. So, ja. Shirleys Kleiderschrank nimmt Form an. Und was machen meine Katzen da? Also man hört das bestimmt in der Aufnahme, die sind recht laut, aber das ist halt wirklich Badabui. Naja, egal so. Ja, schreibt gerne auch in die Kommentare, wie euch Shirleys Zimmer gefällt. Das war so meine Idee dahinter. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen was über Shirleys Persönlichkeit erzählt, aber noch nicht viel über ihre Hobbys. Und ich habe mir gedacht, auf jeden Fall braucht Shirley Hobbys, denn sie ist ja irgendwie auch nur ein Mensch. Und nur Schule und nur dies und das ist natürlich eher ein bisschen ungünstig und ein bisschen lame und so, ihr wisst schon. So, und deswegen überlegt, was sind denn Hobbys, die Shirleys Persönlichkeit entsprechen würden. Ich wollte bei Shirley jetzt nicht was mega Verrücktes machen. Ganz einfach, weil ich glaube, es passt nicht zu ihrem Charakter. Wenn du ein bisschen introvertiert bist, gehst du natürlich jetzt nicht unbedingt raus und machst Party. Das hätte einfach für mich nicht gepasst. Für mich passt es auch nicht unbedingt, dass Shirley jetzt mega sportlich ist. Ihnen ist sportlich, ihre Mama ist sportlich, aber sie ist halt eher so der Zuhause-Lesen-Typ, dachte ich. Und deswegen war auch Sport jetzt nicht unbedingt das Hobby, was ich mir für sie vorstellen könnte. Mit Ausnahme von Yoga, weil ich glaube, dass Yoga ganz gut passt. Yoga ist für mich so mehr entspannend und mehr, wie nenne ich das, der intellektuelle Sport, ist jetzt auch falsch ausgedrückt, aber eben der Sport, um sich zu konzentrieren fürs Intellektuelle. Ich habe eine Kommilitonin, die hat gesagt, die hat eine Zeit lang vor der Vorlesung immer Yoga gemacht und konnte sich dann während der Vorlesung besser konzentrieren. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen denke ich, dass Yoga ganz gut zu Shirley passt, aber auch nur ab und zu. Was ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen kann, sind so Hobbys wie Hobbys wie Zeichnen. Also irgendwas Kreatives. Deswegen habe ich eine Staffelei hingestellt, weil ich glaube, sie malt gerne. Ob sie jetzt so mega unheimlich gut malen wird wie Picasso oder so, stellen wir jetzt mal dahin. Aber sie ist einfach jemand, der zeichnet gerne am Schreibtisch oder an der Staffelei. Sie ist einfach so jemand, der die Kreativität gerne ausleben möchte. Und ich hatte mir auch gedacht, dass auf jeden Fall ein Schachbrett in ihr Haus, also in ihr Zimmer muss. Ganz einfach, weil ich denke, sie liebt Logik. Und ich glaube, das Schachbrett ist auch so mit eines der einzigen Möglichkeiten, die Logikfähigkeit in Sims zu trainieren. Ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so ist das. Und dementsprechend dachte ich, ja, Schachbrett muss hin. So, da baue ich gerade die Wände fürs Badezimmer ein. Das wird ungefähr die Größe des Badezimmers sein. Wie ihr seht, es ist nicht unbedingt mega groß, aber groß genug. Und es gefällt mir wirklich sehr, das Zimmer. Das Zimmer ist nicht riesig, ist insgesamt jetzt nicht nur das Badezimmer, sondern auch Shirleys Zimmer an sich. Aber es hat alles drin, was man braucht. Es ist trotzdem genug voll mit Deko, es ist trotzdem funktional. Es gibt Funktionen, die es ausübt. Ich glaube, Shirley könnte sich da drin wohlfühlen. Ich glaube, es spiegelt Shirleys Charakter gut wider. Und dementsprechend mag ich das Zimmer wirklich sehr. So, jetzt kommt natürlich der große Schreibtisch und Bücherregale. Ganz wichtig, Bücherregale und Schreibtisch. Eben weil das Shirley ist, ne? Schule, Lesen, Logik, Zeichnen und Yoga. Das ist das, was Shirley ausmacht, dachte ich. Und ihre beste Freundin. Ja, und dementsprechend, ne, ist das Zimmer voll davon. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch Shirley so vorgestellt habt oder ob ihr gedacht hättet, Shirley ist in einer komplett anderen Richtung zu Hause. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich denke, ich beschreibe Shirley damit ganz gut. Wie gesagt, ich hab auch schon mal irgendwo gesagt, Shirley ist mir recht ähnlich. Und ja, ich denke, das trifft es ganz gut eigentlich. Es ist, ja, das ist das, was ich mir unter Shirley vorstelle. So viel zu dem Thema. So. Und dann geht es natürlich noch weiter mit Shirleys Persönlichkeit. Wir hatten ihr einen Freund erstellt, den Tayo.
Ich glaube, so hieß er. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn so genannt. Es ist auch schon für mich 2,5 Jahre her oder so. Aber dieser nette Herr sollte ihr Freund sein, der ja eigentlich entgegen der Erwartungen auch sehr beliebt ist. Muss man dazu sagen, der Typ ist Footballspieler oder Baseballspieler oder Basketballspieler oder irgendein Spieler. Ne? Die amerikanischen Highschools haben ja irgendwie fast alles an Teams vertreten und es ist dort ja auch das Nonplusultra, Captain von irgendwas zu sein, ist einfach. Also, da hast du eigentlich alle Stipendien drin. Wenn du der Captain vom Footballteam oder Cheerleader-Team bist, dann brauchst du dir um dein finanzielles Studiendingens keine Sorgen mehr zu machen. Aber leider hat das eben nur einer, dieses Glück, der Captain zu sein. Jedenfalls, der Typ ist Captain von irgendeiner Mannschaft. Ist es jetzt Football, ist es jetzt Basketball? Wobei Basketball jetzt schon wieder sehr klischeehaft, aber auch naheliegend wäre, weil er ist ja von einem anderen Hautfarbentyp. Und ich denke, es wäre naheliegend, der ist auch sehr groß und sehr muskulös und so. Wobei da auch Football passen würde. Also von irgendwas wird er definitiv der Chief sein. Aber auch Edens Freund wird von irgendwas der Chief sein. So. Deswegen ist es halt komplett egal, was wir jetzt wie machen. Ich glaube, Eden ist eher Football und er ist eher Basketball. Also Edens Freund ist eher Footballspieler und er ist eher Basketball. Ist mir aber jetzt gerade egal. Das werden wir dann im Let's Play sehen, wie wir das machen. Auf jeden Fall ist Shirleys Freund Tayo von irgendwas der Captain. Das heißt, der ist sehr gut in dem, was er tut. Und wer so ein bisschen amerikanische Highschool-Filme geguckt hat, meinetwegen 13 Reasons, super Serie, kann ich nur empfehlen, der weiß halt, dass solche Spiele das Nonplusultra sind. Und jetzt könnte man sagen, oh, das ist doch voll klischeehaft und so. Aber so ist es halt auch irgendwie wirklich. Das hat meine Gastmutter damals gesagt, als ich in den Staaten war, dass dort Footballspieler eben das Sagen haben. Und das haben auch Leute, die in Amerika waren und dort Auslandsjahr gemacht haben, haben das auch gesagt. Dass es dort eben so ist wie in den Highschool-Filmen. Also man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist halt teilweise wirklich so genauso klischeehaft, wie wir das eben in den Filmen suggeriert bekommen. Vielleicht nicht in ganz so extremem Maße, aber schon irgendwie. Jedenfalls, ihr seht gerade, was ich labere. Ich wollte zum Punkt kommen. Der Typ ist an sich nicht unbedingt reich. Die Familie ist, ich würde sagen, Mittelklasse. Nicht mal Oberklasse, einfach nur Mittelklasse. Die sind einfach, die verdienen gutes Geld, die können gut leben. Auch für Los Angeles Status. Also das heißt, sie sind schon Gutverdiener, aber wenn man es mit ihnen Clique und allem Möglichen vergleicht, eher nicht. Der hat aber einfach das Glück oder ja doch, das Glück, das Talent zu haben, so gut Basketball oder Football oder irgendwas zu spielen, dass die Clique den trotzdem aufgenommen hat. Und deswegen ist er auch in Edens Clique, der ist dort sehr beliebt, der ist allgemein sehr beliebt, Katzen, bitte aufhören, allgemein sehr beliebt in der Schule und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, irgendwann passiert es nun mal, dass sich Shirley in Guntayo verliebt und er sich auch in sie. Weil er kennt das Ganze noch, er kommt ja auch aus einer eher ärmlichen Familie, oder nicht ärmlich, ich habe gerade gesagt mittelständig, ne? Aber er kommt nicht aus dieser mega Bonzen-Klasse. Und er verliebt sich eben in sie, weil er sich denkt, hey, das ist ja eine Süße, mit der kann ich gut reden. Die ist so auch die Einzige, die mit ihm befreundet ist, weil er ist und nicht, weil er der Captain von ist, wisst ihr? Und deswegen verlieben die sich ineinander. Und ja, ich finde das ganz süß. Obwohl dann irgendjemand mal gesagt hat in den Kommentaren von irgendeinem Video, er fände es ganz cool, wenn Shirley lesbisch werden würde. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Das hat mir dann gesagt, aber dann hatte ich Tayo halt schon erstellt. Und dann war ich immer im Zwiespalt. Die Geschichte mit Tayo oder mache ich sie wirklich lesbisch? Und vielleicht habe ich einfach so, vielleicht kommen wir einfach auf die Idee, dass sie bi ist. Ich meine, warum nicht? Sie kann ja gerne was mit ihrer besten Freundin anfangen und später mit ihm oder andersrum. Ich meine, warum müssen wir uns denn auf ein was festlegen? Es geht ja auch beides. Und wie gesagt, ne, so überlege ich, ob Shirley auch mit ihrer besten Freundin was anfängt oder mit Tayo dann oder eben mit beiden. Also nicht, dass sie fremd geht, dafür wäre sie, glaube ich, jetzt eher nicht der Typ, definitiv nicht. Aber ich meine eben so in die Richtung, ja, dass sie beide Geschlechter mag. Und vor allem bei dieser, ich sag mal, Lesben-Sache wäre es halt dann wieder ein extra Mobbing-Grund noch für ihn, denn ich glaube, ihn ist eher so jemand, die das nicht unbedingt so toll findet. Wir können auch sagen, dass ihn noch ein bisschen rassistisch ist und so, also die hat wirklich einfach alle schlechten Eigenschaften, die man haben kann.
da und dementsprechend glaube ich nicht, dass ich das so gut fände und dass das wieder noch ein extra Grund wäre, Shirley zu mobben und so. Also es würde ganz gut in die Story passen, denke ich. Aber das mit Tayo fand ich auch so süß und ich hatte es mir halt vorher schon so zurechtgelegt, dass ich jetzt halt übelst in Zwiespalt bin. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Geschichte ihr am besten findet. Soll Shirley direkt was mit ihrer Freundin anfangen und Tayo einfach komplett liegen lassen? Nur mit Tayo oder halt mit beiden? Je nachdem, wie ihr das gerne wollt und wie die Mehrheit entscheidet. Und wenn es keine Mehrheit gibt oder jetzt sich nicht übelst viele Leute für eins entscheiden wollen, dann mache ich es einfach so, wie es gerade läuft. Ich meine, vielleicht läuft es im Let's Play komplett anders und wir haben eine komplett andere Idee oder Tayo hat überhaupt keinen Bock auf Shirley oder andersrum. Ich meine, das kann man ja auch alles nicht so unbedingt voraussehen. Man kann es schon ein bisschen in eine Richtung lenken, aber zu 100%, ich glaube, das kommt dann einfach beim Spielen. Wisst ihr, was ich meine? Aber das sind jetzt so meine Ideen für Shirley und ihr Liebesleben und ihr weiteres Leben und ihre Hobbys und so. Und ich denke, das passt. Es passt ganz gut. So, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die kleine Maus, weil die ist ja wirklich eine richtig süße. Und ich hatte so wenig mit ihr gemacht und ich habe mir so fest vorgenommen, das zu ändern und auch mal einen Shirley Day ins Let's Play zu bringen, wisst ihr? Weil ich glaube, viele von euch mögen die. Das ist auch so der einzige Charakter dieser Familie, mit dem man sich identifizieren kann, weil sie einfach so normal ist im Vergleich zu den anderen, wisst ihr? Ich meine, Joan ist auch relativ normal, aber die ist halt schon wieder diese... Also sie war mal sehr normal, aber jetzt ist sie halt schon die Golddigger-Wife. Also ist sie das eigentlich nicht. Sie ist jetzt nicht unbedingt ein Golddigger, der sagt, ich bin nur mit Nathan zusammen, weil er viel Geld hat. Aber irgendwie auch schon. Also, ich glaube, die mögen sich wirklich. Das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt. Die mögen sich wirklich, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Zweck dahinter. Wisst ihr? Also, es ist beides. Und ich glaube, sie möchte auch das Beste für ihre Tochter, weshalb sie Nathan auch primär auch direkt genommen hat. Weil, ich meine, der Typ ist sexy, der Typ ist auch netter und so weiter. Aber man möchte ja auch das Beste für sein Kind. Und ganz ehrlich, mit so einem Stiefpapa hat man eigentlich auch die besten Chancen in Amerika, wenn eine Ausbildung bis zu $500.000 kosten kann. Weil ganz ehrlich, das hätte sich Joan niemals leisten können ohne Nathan. Und dementsprechend wäre Shirleys Traum von Medizin ja direkt weg gewesen und so geht es halt. Also, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also Shirley ist einfach die, die in der Familie noch am normalsten geblieben ist, nicht so stark vom Geld beeinflusst ist wie alle anderen. Und eben auch, mit der man sich am besten identifizieren kann. Deswegen freue ich mich auf Shirley sehr, sehr gerne. Und deswegen war sie, glaube ich, auch so ein bisschen beliebt. Und deswegen wurde sich auch so viel beschwert, dass ich nichts mit ihr mache, was ich absolut nachvollziehen kann. Absolut. Und deswegen habe ich fest vorgenommen, dass sich das ändert. So, wir sind fast am Ende dieses Videos. 2 Minuten habe ich noch ungefähr. Da mache ich noch den Feinschliff. Und im nächsten Video geht es weiter mit dem Feinschliff von Shirleys Zimmer. Und zusätzlich noch... Und zusätzlich noch ihr Bad. Dann geht es auch schon los mit Nathans Schlafzimmer. Und ich bin sehr froh, weil dieses Schlafzimmer ist auch ein Traum. Es ist genauso schön wie Edens Schlafzimmer. Und wie gesagt, ne, ich tue mich sonst immer so schwer mit den Schlafzimmern und so, weil ich da auch so viel reinbauen möchte und so viel Persönlichkeit reinbringen kann. Aber die beiden Schlafzimmer sind mir echt gut und leicht gefallen. Also ich hatte da kaum irgendwie so... Aussetze, wo ich sage, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr, jetzt habe ich keine Idee mehr. Irgendwie ging das wirklich leicht bei den beiden Zimmern. Ich hoffe, dass es mir bei ihnen auch so leicht fallen wird. Wo es mir auf jeden Fall schwer fallen wird, ist der Butler und das Au-pair. Wobei, für das Au-pair kann ich mir noch eine gute Geschichte ausdenken und so. Das muss ja auch eher allgemein mädchenhaft gehalten werden. Aber der Butler, das wird echt schwer, weil der kriegt ja ein eigenes Apartment. Und irgendwie alles in ein Zimmer zu bauen und trotzdem noch irgendwie Persönlichkeit reinzubringen, das wird schwer. Und was auch schwer wird, ist Prestons Zimmer, weil das einfach noch so kindlich gehalten werden muss, weil es ist ja ein Kleinkind, aber trotzdem modern, weil ich glaube nicht, dass Nathan so, ja, übelst kindlich alles einrichten würde, weil ganz ehrlich, wir müssen das dann auch wieder umbauen und so. Das wird wirklich schwer für mich, denke ich, und ich bin gespannt, wie ich das umsetzen werde. So, das Letzte in dem Video, was ich mache, ist dieser kleine Blumenkasten für Shirley, den ich mega schön finde und wieder, der ihre Persönlichkeit auch so unterstreicht. Genauso wie diese Fensterbank. Es passt einfach alles. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und euch gefällt das Zimmer. Und dann wünsche ich euch vielen schönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Ciao!